Genau, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Heute sind wir mit einer Merchant Navy Class 35028 unterwegs und sind aktuell im Bornabauf und da lassen wir gerade die Leute einsteigen. Und oh, ist das nicht eine schöne Dampflokomotive? Merchant Clanline Navy Class restauriert, heute noch unterwegs. Und vor allem war sie damals in der Vergangenheit oft vor Luxuszügen unterwegs. Und schauen wir uns mal unsere Bestückung an. Wir haben hier Wagen von der Merchant Navy Locomotive Preservation Society Limited Mercator dran. Also die sind auch offiziell im Besitz von der Lokomotive. Ja, unser Zug ist recht lang und schwer. Sollte die Lok aber ohne Probleme hinkriegen. Und wir fahren nonstop bis nach Southampton Central. Das ist Teil einer Railtour, die die Lok tatsächlich macht. Hier schauen wir schauen, hier sind wir schon auf offen. Wir werden hier mal auf vorwärts schon mal einstellen. Auf 70. So, dich machen wir mal auf. Und werden lösen. Sehr gut. Und eine Sache, was ich jetzt hier noch machen werde, ist einmal das hier. Und ich hätte gern den Auto-Fireman an. So. Okay, dann würde ich sagen, Zeit zum Abfahren. Ah, richtig schön. Also der Dampflok hat einfach was. So, hier schauen wir gut aus. Perfekt. Okay. Druckanzeige. Ah, sehe ich von der Position nicht. Ah, vielleicht hier ein bisschen besser. Ja, 42. Ich denke mal, wir können mal ein bisschen zurückdrehen. Und wir beschleunigen. Und eine Sache, die ich jetzt schon mal... Ah ne, das passt eigentlich alles. 50%. Oder ich kann mal das hier anzeigen lassen. So, Boiler Water Level 85. Okay, das sehe ich jetzt so. Für den wir ein bisschen sicherer. Wir müssen auf alle Fälle mal ein bisschen Druck abbauen. Damit das Sicherheitsventil nicht am Abgehen ist. Ich werde das mal ein bisschen provozieren hier.
Dann will hier der einfach nicht runtergehen. Nehmen wir mal ein bisschen Wasser dazu. Müssen wir das andere jetzt selber machen. So. Oh, endlich. Ja, da hätte ich jetzt nichts dagegen, da mal in echt mitzufahren. Und da kommt schon wieder das Ventil. Also ich glaube, dass wir da Dampf verbraucht, das ist ja nicht ganz so realistisch. So wie ich im Gas drin stehe. Aber Beschleunigung ist nicht schlecht. Okay, runter mit dem Gas. Da kommt 60 auf uns zu. Bisschen zu schnell. Oh, Wasser können wir eigentlich mal so lassen. Left Injector. Das war jetzt... Ach, das ist nur der rechte. Warum kann ich dich jetzt nicht mehr benutzen hier? Ach so. Moment, so ist glaube ich jetzt auch, ne? Ja. So, ein bisschen mehr Gas hier. Also gebaut wurde unsere 3528 in Eastleigh Works 1948, war Anfang in Dover und hat damals schwere Expresszüge gezogen. Dann auf Prestige-Expresszügen unterwegs gewesen, wie zum Beispiel den Golden Arrow, dann auf den Night Ferry Trains unterwegs gewesen, hat dann später den Dienst in Nine Elms gehabt und hat den Borderwolf Welle gezogen, die sie auch heute noch zieht. Atlantic Coast Express ebenfalls und 1961 wurde sie unoffiziell mit 167 km/h gemessen. Also das sind 104 Meilen pro Stunde. Das ist schon mal nicht schlecht. Das war dann in Axminster. Ganz zum Schluss, am Ende ihrer Karriere, hat sie dann den Farewell Special gemacht von Northern Waterloo nach Bournemouth und zurück. Das ist gerade ein Teilstück von dem, was wir jetzt auch hier fahren. Und das war 1967. Und nach dieser Zeit ging es dann direkt über in die Preservation. So, da, ich möchte jetzt gerne mal... Den kann ich nicht kontrollieren. Ding saugt Wasser bis zum geht nicht mehr. Das ist unglaublich. Na, dann werden wir doch einfach mal ein bisschen schneller.
Das ist interessant. Gemäß Wiki-Seite ist die Lokomotive gerade einen Monat nach außer Dienststellung von der Merchant Navy Locomotive Preservation Society gekauft worden. Und zwar für 3.850 Pfund. War schon eine Stange Geld damals. Ich bin mit dem Wasserstand vom Boiler hier nicht zufrieden. Jetzt kann ich es wieder nicht bedienen hier. Mach das jetzt doch selber. Mal schauen, wie viele Liter da reingeschossen werden. Ja, da hat sie jetzt ein bisschen zu kämpfen hier auf. Haben wir eigentlich auch eine Passagieransicht? Oh ja, haben wir. Ah, das ist schön ruhig. Gibt es andere Ansichten? Nee. Oh, das ist 46%. Das geht doch nicht. Einzer, kümmere dich ums Wasser. Nee, ich kann es nicht bedienen. Die Lok ausgefahren damals, dass die da mit 167 km/h da erwischt worden ist. Das muss so eine extreme Beanspruchung gewesen sein für das Material. Ich meine, 75 Meilen pro Stunde ist schon schnell. Da darf man sich jetzt nicht beschweren. Aber wenigstens tun wir jetzt Druck abbauen. Da bin ich ja nicht ganz froh drum. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Und dann noch weiter runtergehen. Wieso baust du jetzt so krass mit Druck ab? Jetzt gefällt mir nicht so. Ah, geht wieder nach oben. Oh. Also seit der Preservation ist sie regelmäßig vor British Bullman Services unterwegs. Und Special One, am 7. Dezember 2018 ist sie vor dem königlichen Zug gewesen und hat den Prince of Wales nach Cardiff Central gebracht. Das nenne ich mal eine große Ehre. Ich habe jetzt bestimmt einen Haufen Videos auf YouTube davon. Ich habe da schon ein paar Mal Videos gesehen von diesem Royal Train, zumindest von den alten Coaches, wie die ausgestattet gewesen sind. Das war schon nicht schlecht. Und war das Queen Victoria, bin mir nicht sicher, da musste der Zug in der Nacht anhalten, wenn sie schlafen gehen wollte. Weil die wollte das Wackeln da nicht haben. Fand ich schon geil. Aber als Lokomotivführer hast du natürlich da von der Royal Train natürlich
den geilsten Job überhaupt. Na klar, du hast extrem viel Verantwortung, wenn König oder Königin hier drin ist, aber du hast natürlich Priorität über alles. Und kein Signal wird dir rot zeigen. Ist natürlich für die Fahrdienstleiter da ein bisschen blöd teilweise. Und der Royal Trail, glaube ich, konnte diverse Fahrpläne einfach mal zunichte machen. Ich frage mich, ob bei den Royal Train heutzutage nach wie vor in den Look vorfährt. Schauen, ob alles passt. Jo, da fahren wir einen 70er Beschränkung. Seite. Moin, Kollege. Naja, der bisschen Punkteabzug hier. Ne, ich hätte eigentlich... Wo ist meine Panoramataste? Da ist meine Panoramataste. Nice. Nice, on time. Ah, oh, war richtig schön den Bahnhof hier einnebeln. Das macht doch Freude. Oh, schauen wir, dass wir wieder auf Geschwindigkeit kommen. 90 dürfen wir. Schauen wir mal, was ich noch kann. Sie vielleicht noch ein bisschen mehr verträgt. Oh ja. Bin ja nur spannend. War wieder fleißig am Abbauen von Druck. Nice. So eigentlich immer von oben. Jetzt gerne mal seitlich. So. Nice. Find's echt ein bisschen blöd, dass ich den Kessendruck von hier aus nicht sehen kann. Sind 12 in Bellevue irgendwas Road. Da gehen wir auch noch vor der Zeit hin. Jetzt ist er wieder an dem Punkt, wo er so krass mit dem Verbrauch runtergeht.
Finde ich jetzt aber nicht so cool. Ja, wir sind sehr gut vor der Zeit. Mit 20% geht aber immer noch runter. Naja, brauchen mehr Wasser im Kessel. Jetzt eigentlich wieder? Nö, machen wir vor nicht. Ah, wir gehen wieder nach oben. Kann auch ich wieder ein bisschen mehr Gas geben. Nur ein bisschen. Und Durchfahrt mit 11.35. Nächster Punkt, Red Bridge, 18.18. Zwei Minuten vor der Zeit. Alles grün hier. Ich glaube, ich sollte die Lok ein bisschen weniger stressen. Ich glaube, der Heizer kommt mit dem Wasser nicht hinterher. Schauen, ob ich da... Ne, bin ich gerade nicht. So, bei 20%. Wobei, ich sollte ein bisschen im Gas bleiben. Fits Wasser. Aber ich glaube, wenn wir dann da sind, haben wir dann ganz gut Wasser verbraucht. Und das ist mit der flotten Fahrweise hier. Ja, du, Schönheit. Wir warten jetzt mal, bis wir den Druck mal wieder recovered haben. Immer hier, auch raus. Wieder in der Nähe von den 240 reinkommen. Das ist eigentlich schon ein schönes Detail, das Wackeln auch von den Anzeigen, aber den Bremsanzeigen, das ist nice. Und die ist da unten auch? Ja, ganz minimal. Ah, Airbrake. Ob das nachgerüstet worden ist? Wow, 75 und 60, was ist denn da los? Und 55 sogar, wir werden entschleunigt. Und da unten ist Red Bridge. Oh. Nee, komm runter.
Perfekt. So, Wasser ist auch wieder gut. Auf die 30 wieder rauf. Moin sehen. Da haben wir 50. Nee, ganz 2 Minuten vor der Zeit. Noise. Also die Kurven sind teilweise schon ein bisschen hart hier. Aber Details. Der Rest halbwegs passt. Okay. Ja, wir sind wieder oben. Wir können sie wieder stressen hier. Mal so ein kleiner Fakt nebenbei. Von den Merchant Daily Class Lokomotiven sind insgesamt 30 Stück gebaut worden zwischen den Jahren 1941 und 1949. Letztes Betriebsjahr 1967 und Dienstmasse mit Tender sind 94,75 Tonnen. Ja, wiegt ein bisschen was. Oh, davon ist Southampton, da müssen wir anhalten. Okay, letzte Challenge, den Zug auch anzuhalten. Komm, gehen wir wieder auf meine Standardansicht zurück. Ja, ich weiß. Kann ich da, ja, den neuen Checkpoint kann ich da nur benutzen. Oha, die Wagen drücken ganz schön. Sind wir gut. Um 18:25 sollten wir erst da sein. Ein bisschen mehr bremsen hier. Die Wagen drücken ein bisschen sehr da hinten. Ja, Ausstieg ist rechts. Alles klar. Noise. Ich glaube, den Check da machen wir mal wieder rein. Ja, ja, ich weiß. Oh, der Halleffekt jetzt. Das gibt gute Laune.
paar Stückchen noch. Kann man dann den letzten Wagen auch noch reinkriegen? Moin, Kollege! Okay, halt mal an. Sehr gut, wie schauen wir hinten aus? Yes, wir sind drin. Oh, geil. Ah, da haben wir eine Lieblingszüge. So, da suchen wir uns mal eine schöne Kameraposition. Tun mal den Schmarrn hier ausblenden. So, machen wir hier mal noch ein schönes Foto. Ja, das machen wir hier weg. Und Türen auf. Nice. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen, hier mal mit der 35028 zu fahren. Mir hat es auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich könnte mal wieder machen mit der. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal schauen, wo wir da unterwegs sein werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.